Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Rising from the Ruins. Ich bin wieder Ulla Ulla und heute sind wir wieder mit unserem Trio unterwegs. Holzkopf, German Kastrup und Juli. Unser Juli im IS-3 und unser Holzkopf und German Kastrup im 53 TP. Das Ganze auf der Karte chinesischen Mauer. Und das Gegnerteam ist definitiv nicht so gut aufgestellt wie von dem Trio hier das Team. So fahren auf alle Fälle Richtung Nordwest. Ist auf alle Fälle auch ein bisschen harter Stahl mit Gegnerteam. 3 IS-3, ein Löwe, ein Uhu, Objekt 252. Also, es kann eine lustige Runde werden. Oh, lalalala. Da wollte den Schuss unbedingt. Da hat ein Holzi gar nicht auf dem Schirm. Finde ich auch nicht schlecht. Der war leider daneben. Der ging mittig rein. Wundert mich, aber hat geklappt. Mag keiner mehr vorkommen. Okay, jetzt haben sie sich entschieden, mal ein bisschen zu pushen. 3:2 steht's. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Jetzt schießen sie schon HE, die IS-3, weil sie nicht durchkommt. Was man halt hier schön sieht, sind schon ein schönes eingespieltes Team. Holzi schießt und fährt halt gleich weiter, weil er weiß, dass er die zwei noch im Petto hat und den Oho rausnehmen. Genauso wie hier jetzt. Fährt halt einfach weiter. Sieben zu vier jetzt. Sieht recht gut aus für das Team vom Holzi und German Kastrup und Juli. 3 Kills hat er schon auf der Uhr stehen, 3300 Schaden gemacht. Eigentlich schon eine ganz annehmbare Runde. So, und jetzt schon 7 zu 8.
8 zu 10 jetzt mittlerweile. Es ist Team jetzt ganz schön gefallen vom Holz hier und German Kastrup und Juli. Oh, schön durchgekappt, würde ich sagen. So, kommen wir nochmal zu den Postgame-Stats. Das war erste Klasse, Fighter, Duellant und Wirkungsfeuer. 4121 Schaden gemacht, 364 ermöglicht. 29 Basis-Eroberungspunkte. Juli hat mit seinem IS-3 2958 gemacht und German Kastrup 1575. Das Ganze in 5 Minuten 44, 42.000 Credits plus gemacht, Schaden abgewehrt 1250, also was will man mehr? Für eine 8er Runde ganz annehmbar. Okay, wenn es euch wieder gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal.